Hallo Leute, diese Woche dachte ich mir mal, dass ich ein kleines Video machen kann, welche Kanäle ich so abonniert habe auf YouTube. Das habe ich ja noch nicht gemacht hier. Und ja, das ist jetzt quasi wie vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Da habe ich zumindest dann immer auch so Videos aufgenommen, wie, ja, meine später Ansehenliste oder so, wie ich die da gezeigt habe, ne? Wisst ihr vielleicht auch noch? Für euch ist das natürlich noch nicht so lange her, glaube, weil ihr, ja, allgemein, also ich habe ja weniger Videos aufgenommen als jetzt täglich. Ach egal, dauert zu lange zu erklären, wir fangen einfach an hier. Und ja, also als ersten Kanal hier OneForCraft, der macht mittlerweile auch keine Videos mehr, nur noch so verarschen und so. Der war mal hier ein Minecraft-YouTuber und jetzt ist er halt ja zu solchen komischen Verarschen und keine Ahnung, was macht er noch so, so kurze Clips und so, ne? Gewechselt, aber ja, so richtig aktiv ist er nicht mehr. ArchoKXL, der ist irgendwie auch übelst inaktiv. Alpha Popo, ja, keine Ahnung, was ist jetzt eigentlich sein richtiger Kanal? Alpha Stein oder Popo? Ich weiß es gar nicht. Aber ich könnte mal eigentlich den Alpha Stein deabonnieren, oder? Warte, ich guck mal. Wenn man hier drüber geht, müsste ja immer da stehen, wann das letzte Video kam, oder? Ist das nicht mehr so? Oder lädt mein Internet gerade nicht? Ich glaube, daran liegt's. Das ist schon die ganze Zeit so langsam. Keine Ahnung warum. Ja, auf jeden Fall, vielleicht deabonniere ich gerade ein paar Leute, ne? Mal gucken im Laufe des Videos, was so kommt. Auf jeden Fall hier Ape Crime und so, ne? Keine Ahnung, Adi noch wegen früher. Armin Alert ist so ein kleinerer YouTuber. Ari aufgedeckt, ja. Avive ist der Gaming-Kanal, der hat übelst das dumme Profilbild, ey. Das ist wirklich schon, allein deswegen müsste ich ihn eigentlich deabonnieren. Ja, aber Avive habe ich halt auch nur abonniert, weil er eigentlich früher mal ganz gute Videos gemacht hat und ich dachte, dass er die auf seinem Gaming-Kanal wieder macht, aber anscheinend nicht. Naja, keine Ahnung, was gibt's noch so? Basti filmt, Basti zockt. Basti filmt kann ich eigentlich auch mal deabonnieren, der ist eh inaktiv. Ja, komm. Abo beenden. So, machen wir das jetzt halt einfach mal live im Video. Bakerman LP, den gucke ich eigentlich auch nicht. Soll ich die beiden auch mal deabonnieren? Das sind so Kumpels von Trivolo, ne? Den werden wahrscheinlich auch die wenigsten kennen, aber ja, ich hab die damals irgendwie mal abonniert gehabt, weil das mich mal interessiert hat eigentlich, aber mittlerweile interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Naja, ich lasse nochmal abonniert, aber eigentlich könnte ich sie auch deabonnieren. Battlecraft ist eigentlich auch ein ganz cooler YouTuber, der ist zurzeit nur ein bisschen inaktiv, aber eigentlich sollte er irgendwann wieder weitermachen. Ich denke mal, das macht er auch. Ja, wen gibt's noch so? Blazecraft, boah, der regt mich mittlerweile eigentlich auch auf. Ob ich den auch mal deabonniere? Broken Sums bleiben auf jeden Fall da. Auch wenn die nichts mehr hochladen, das muss sein. So, Caillou verarsche. Das ist auch ein krasser Kanal. Von einem Kumpel, der hat den nämlich mal irgendwann gehabt. Und hat ein Video gemacht und das war's dann. Oder sogar zwei. So, hier, das sind auch so ein paar Kumpels hier, so ein paar andere Accounts, ne, von denen. Und, ja, was gibt's noch so? Castcrafter, die behalte ich alle mal drin. Commandercrafter auch. Das ist ja so ein kleinerer auch wieder, ne? Ja, Denergy, okay. Hier, Daniel Cross war ja Zeronic, ne? Der hat sich irgendwie umbenannt, dummerweise. Und allgemein aufgehört. Was ich eigentlich nicht gut finde. Davis Schulz, oh, den habe ich auch abonniert, der hat ewig nichts gebracht, genauso wie Dekal Dent, ey. Die vergisst man dann immer, ne, dass es die überhaupt gibt. Oh Mann. Ich glaube, im Dezember werden die wieder alle aktiv, wenn es dann wieder Geld gibt. Oh Mann. So, Dead Adam, Dauerzocker, okay. Ist auch ein kleinerer Kanal. Der macht aber auch in letzter Zeit wenig hier. Der ist auch inaktiv. Ach du Scheiße, ey. Ja, Delay LP. Den hatte ich mal irgendwann abonniert wegen Varo, glaube. Und allgemein hatte ich auch mal viele Let's Player abonniert wegen irgendwelchen Projekten, ne? Die es ja jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr so richtig gibt. Also außer Minecraft Empire ist ja zurzeit nicht viel los. Der Hucky, der macht auch schon ewig nichts mehr. Die Buddies, ja, das interessiert mich eigentlich auch nicht mehr, was die machen, aber irgendwie lasse ich das immer drin, weil ich immer denke, irgendwann kommt wieder Varo, ne? Und dann abonniere ich die eh alle wieder. Weißt du? Naja, keine Ahnung. Dirty White Paint, der ist auch ziemlich inaktiv, aber das sind eigentlich coole Videos. Any Art, Domse, naja, gut. Sind auch inaktiv. Eike Zockt, das verstehe ich auch nicht. Der hat mal irgendwie aufgehört mit YouTube, dann hat er wieder angefangen, dann wieder aufgehört.
keine Ahnung, was da los ist. Zurzeit ist er auf jeden Fall wieder inaktiv. Electric Place. Okay, aber da macht er auch nichts, ne? Electrics, ey. So. Ja, Fitzes LP ist also ein Kumpel von Sipst LP. Irgendwie. Naja. Explosion Entertainment. Okay, Flemsys Zweit-Account. Der macht eigentlich auch nichts. Komm, den kann ich eigentlich auch mal deabonnieren. Ich dachte immer, der lädt mal irgendwann was hoch oder so. Gamers Time. Gaming Maniacs, okay. Gusinator LP. Jump Let's Play. Den gucke ich noch so nicht. SK gucke ich auch manchmal, muss ich sagen. Digimon. Der macht eigentlich auch nichts, ne? Ist eigentlich immer schade. Der Ashavo, der hat auch schon ewig nichts mehr gemacht. Keine Ahnung, was da mal los ist. Ich würde dann aber auch nicht deabonnieren, weil ich immer denke, da kommt vielleicht nochmal was, ne? Oder zumindest ein Infovideo, was dann los ist, so. Würde ich da mal erwarten. Aber bei Davis Schulz ist ja echt gar nichts mehr los, oder? Kann das sein? Dead Adam, Dark Victory. Ja, Dark Victory interessiert mich eigentlich auch nicht mehr so, ne? Den könnte ich eigentlich auch mal deabonnieren, oder? Ja, da kommt nichts mehr. Seine Formate hat er irgendwie alle beendet und da kommt nur mal zwischendurch so ein kleines Infovideo oder so. Das ist auch ziemlich komisch eigentlich. So, hier. Soll ich jetzt beenden oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich lasse ihn mal drin. Der nervt zumindest nicht so. Wenn jetzt übelst Video spammen würde, dann wäre es wieder was anderes. So, Cursed Dex, den, das ist auch so ein kleinerer YouTuber, ne? Couchhelden. Der war ja mal von Broken Samsung Kumpel. Corona, ja, lass ich alle drin. Clickzoom, Krivi LP, der macht auch nie was. Keine Ahnung, die hören immer alle so auf, ohne wirklich was zu sagen, weißt du? Das ist immer ziemlich schade. Achso, ich wollte jetzt nochmal neu laden. Weil ich, mal gucken wollte. Genau, weil dann kommen immer noch weitere Kanäle hier, wenn man die natürlich wegnimmt oben. Weil das ja mal alphabetisch sortiert ist. So. Gut, dann gehen wir mal zur zweiten Seite. Gronkh und Grassfleck habe ich auch noch abonniert. Die größten YouTuber. So. Gunsli. Ah, da macht auch schon ewig nichts mehr. Ist eigentlich schade. Gute Frage. Die machen immer irgendwie einmal pro Woche was. Mit Manuelsen und Klängern. Dann Halbzwilling. Okay. Dann haben wir noch so Hans Entertainment natürlich, ne? Ja, Iblali. Igitt ist ja mein anderer Kanal. Imperox, der macht eigentlich auch nichts mehr. Aber den lasse ich mal drinne, weil. Keine Ahnung. Da müsste ich mich mal informieren, was mit dem ist. Er hat auch ständig seinen Kanal gewechselt und deswegen ist es richtig unübersichtlich. So, Izzy. Die macht manchmal was. Hier, It's Me Miguel. Ist auch so ein Kumpel, ne, von mir. Der geht auch noch an meine Schule. Und ja. Eventuell. Die macht ja mal bei Craft Attack mit, deswegen würde mich das interessieren. Jan Böhmermann, da lädt auch nie was hoch. Aber das ist dann nicht so schlimm irgendwie, wenn sie nichts hochladen, ne? Es wäre nur blöd, wenn die eben dann doch was hochladen. Ne, wenn sie, ach, sag schon. Wenn sie eben spammen würden, das wäre dann blöd. So, Jens Günthersson, das war einer in meiner Klasse. Der hatte so einen Kanal, wo er Leute abonniert. Der Abonnierkanal hieß der einfach, ne? Und dann hat er den irgendwann, hat das Passwort vergessen. Und dann ist er irgendwie nach einem halben Jahr von YouTube gelöscht worden. Dann wurde er, glaube ich, nochmal neu vergeben. Deswegen heißt er jetzt Jens Günthersson. Oder ich weiß es nicht genau. Aber ich würde den mal, vielleicht hat er ihn auch wiederbekommen, hat ihn umbenannt. Ich würde den mal deabonnieren. Ne? Weil irgendwie bringt's das nicht mehr. So. Oder vielleicht ist das auch, weil der hat dann auch mal dann später so einen Kanal erstellt hier. TMLP-Abonnent. Vielleicht ist er das. Das könnte sein. Ich rufe den nur mal auf in einem neuen Tab und dann gucke ich mir das nach dem Video mal an. Jens Hartmann, boah, den kenne ich auch nicht. Ja. Habe ich mal irgendwann abonniert gehabt, da dachte ich, da kommt mal was, aber nee. So, hier, Just Blumentopf hat auch nie was hochgeladen. Kaddel macht auch nix. Kanzlei, den gucke ich immer. Kanzlei WBS. Kyojin. Das war mal so ein alter Klassenkanal hier. Knubi, ah, hier, da wusste ich auch nicht, ist das einer, den ich kenne oder nicht. Deswegen hatte ich den einfach mal abonniert, aber
Ja, so richtig wusste ich nicht, was da los ist. Oh, ja, Krappi und KS-Freak. Die müsst ihr eigentlich mal deabonnieren, ne? Weil das sind ja einfach, das ist ja eigentlich Fremdscham. Also für euch dann, wenn ihr seht, dass ich deabonniert hab. So. Ja, komm, die sind eh übelst inaktiv. Die gehen mir eh, gegen den Strich. Ich deabonniere die jetzt einfach mal. Mal ein bisschen hier clearen, ne? Das ganze Zeug. Lama, der macht irgendwie auch nichts mehr. Doch, eigentlich schon. Doch, der ist wieder aktiv geworden jetzt, aber das ist eigentlich relativ langweilig, was der macht. Lethlologe macht nichts. Das war so also ein Kumpel von Knuspertoast und hier diesem komischen vor allem, hier Pergamins. Let's Game Your Play macht auch nichts mehr. Der hat tatsächlich in meiner Nähe gewohnt. Das hätte ich nicht gedacht. Der war beim Megaprojekt dabei, deswegen hatte ich den abonniert. Und dann war er auf einmal irgendwie in meiner Nähe, hat er gewohnt. Das war übelst krass. Also auch der einzige YouTuber, der in meiner Nähe wohnt. So. Let's Phil, Taddle. Let's Phil geht mir eigentlich auch immer gegen den Strich. Luisa Marie. Das ist ja die Freundin von Manuelsen und. Ja. So, was haben wir noch so? Mammut LP, der macht immer 8 Videos am Tag, aber die sind manchmal ganz cool. Aber ich gucke übelst wenig eigentlich auch nur davon. Weil ich nicht die Zeit und Lust habe dafür. So, Marley Music, der macht eigentlich auch nichts, ne? Den habe ich nur so abonniert. So, Masetrix, der ist ja eigentlich aktiv. Das sind auch so ein paar kleinere YouTuber hier, ne? Der macht auch nicht viel mehr. Hier, Minecraft-Tinator, den hatte ich mal abonniert wegen, weil das war halt hier der alte Kanal von It's Me Miguel und It's MKXI. Und das waren Zeiten hier. Das ist einfach Legende, den muss ich abonniert lassen, genauso wie Mr. Boni. So, Mo, ja gut, das sind so ein paar andere noch. Miropaldee war mein erster richtiger Abonnent, deswegen habe ich den noch abonniert. Hat aber auch schon seit 3 oder 4 Jahren nichts mehr gemacht. Okay, Nexotec HD, Nekrug. Ja, Nexotec gucke ich eigentlich auch nicht, ne? Die werden halt dann alle zu Varo wieder aktiv wahrscheinlich. Oh Mann, Mr. Gamer Bros, das ist halt auch so eine Legende wegen Manuelsen, ne? Oh Mann, so. Ja, nicht Nilo, keine Ahnung. Ich mach mal hier neu laden. Mit F5. So, mal sehen, was dann unten ist. Niklas Plays ist auch so ein kleiner YouTuber. Ja, dann gehen wir mal weiter. Sind wir ja schon wieder bei 2/3 ungefähr jetzt, ne? So, Opa spielt. Parky sind auch kleinere Leute. Pet Artworks. Pergamins. Hatte ich ja schon erwähnt, ne? Pergamins ist eigentlich auch immer ganz cool, wenn er mal was macht. Orangensaft, da macht er eigentlich auch nie was, aber ja, manche Leute, die sind halt inaktiv, aber die sind zumindest noch bei anderen Leuten in den Videos dabei, also zum Beispiel er. Da weiß man zumindest noch, okay, die machen noch was, aber bei manchen Leuten wie Philipp Collin, da denkt man sich einfach nur, wo sind die hin? Die sind einfach vom Erdboden verschluckt, ne? Aber Phil Laude, der ist eigentlich auch eine Legende. Oh Mann, so. Okay, Petrit, Peterle macht nur noch Fußball. Das regt mich so auf. Der hat früher so viel anderes Zeug gemacht und jetzt nur noch das. Das ist so schlimm geworden, dass er nicht mal ein bisschen was anderes machen kann. Also, das verstehe ich nicht. So. Pille, okay. Playsoy One. Der macht eigentlich auch so kurze Videos, aber die sind eigentlich ganz cool. Pogchop Meta habe ich auch noch abonniert, weil die wollte ich nicht deabonnieren. Die haben ja auch aufgehört. Die haben zumindest offiziell das gesagt und das ordentlich gemacht, nicht wie Leute wie Philipp Collin oder so. Ja, und weiß ich nicht. Das finde ich auf jeden Fall den besseren Weg. Und naja, man kann ja dann trotzdem sagen, vielleicht machen wir irgendwann was, aber erstmal Schluss so. Aber nicht so einfach die Leute am langen Arm verrecken lassen und nie was richtig sagen. Weißt du, und vielleicht dann mal nach einem Jahr Inaktivität sagen, ach ja, ich bin übrigens weg. Weißt du, dann lieber gleich sagen, erstmal, ja, ich mache jetzt eine lange Pause oder. Keine Ahnung, ne? Aber so ist immer blöd, wenn man das dann nicht sagt. So, und das muss ich jetzt auch mal machen. Der Typ, der geht mir nämlich gewaltig gegen Strich. Der, ja, hat mich schon in einige Probleme gebracht. Aber dazu vielleicht, später mal ein Video. Wie der mich, oder wie der mit mir rumspringt, sozusagen. Den will ich auf jeden Fall nicht mehr unterstützen. So, Profail Gaming. Der hat mich auch mal, das war 2013 noch, da hat er mal mir geschrieben.
Und ich dachte immer, der geht an meine Schule, ist so irgendwie zwei, drei Klassen über mir, und war er aber nicht. Und ja, weil da sah er mal so aus wie einer, der eine Klasse über mir war, glaube, oder so. Oder zwei Klassen über mir, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er eigentlich immer ganz unterhaltsame Sachen gemacht, bis 2015, glaube noch, aber dann war er auch weg. Propa, natürlich ganz klar, ne? Der ist eigentlich echt cool. Dann hier Retrospect. Ja, keine Ahnung, Riven. Riven ist ja auch so ein Kumpel, na gut, nicht ein Kumpel von mir, aber von Pilles Videos zum Beispiel, ne? Den wir auch hier gesehen haben. Das ist auch so ein Kumpel von mir, mit dem habe ich auch mal aufgenommen. Und Riven ist halt von dem ein Bekannter oder so. Und ja, keine Ahnung, hatte ich auch mal abonniert, aber leider hat er auch aufgehört. Er hatte früher echt lustige Videos gemacht. So, auch mit ihm hier, mit RTK Official. Der macht ja auch nichts mehr. Das sind halt alles so Leute aus meinem Bekanntenkreis und so. So, Rotpilz, Ruthless Gaming. Das ist ja hier von Einfach Peter oder so, der Gaming-Kanal. So, Schneeweiß YouTube, der war mal in Minecraft Attack in dem Projekt, ne? Dann Schrenjamin, Selbstgespräch, den brauche ich eigentlich auch nicht abonnieren. Senioren zocken. Ja, machen auch manchmal was. Spendyboy, Sipst LP natürlich. Snicket, ah, das ist der Enkel hier von Propa. Snox173, das ist auch so ein alter Freund von mir, der dann irgendwann mit YouTube angefangen hat und da habe ich ihn natürlich auch abonniert. SemLP ist wieder hier. Minecraftinator aka It's Me Miguel oder MKXI. Viele Kanäle hat er auf jeden Fall. So, Sophias Channel, das ist die Freundin von ihm. Macht aber irgendwie auch nichts gerade. Dann Space Frogs Radio, Spark Englisch. Ja, Street Master hier. Setanta macht auch nichts mehr, ist eigentlich schade, ist auch ein kleinerer YouTuber. TC von Raititi, Thaddäus und seine ganzen gleichnamigen Kanäle. So, Kedos, The Miners, The Young Doomist. Ah ja, hier, TMP Helders, auch von Mr. Boonie. Macht leider auch nichts mehr. Ja, ist ein bisschen schade. So. Oh, XXLab Hatsbeats ist auch so eine Legende. Jule SG-Man auch. Das ist ja so ein Meinungsblogger geworden. Der war mal Minecraft-YouTuber und dann nicht mehr. Ist eigentlich schade. So. Find's immer blöd, wenn so Leute einfach ihr Genre komplett wechseln, ne? Das ist irgendwie nicht so geil. So. Okay. Wen haben wir noch so? Ja, ich glaube, das war's eigentlich. Habe ich irgendwen deabonniert auf der Seite? Dann. Ja, genau. So, dann mache ich mal so hier. Also mal neu laden, ne? Und ja, mal gucken, was ist da noch? Zander kommt da schon. Okay, und dann sind noch fünf Leute übrig. Dann wäre es das gewesen von dem Video. Dann haben wir mal alle meine Abos gesehen und ich habe ein bisschen was dazu erzählt. Ü70 ist leider auch nicht mehr aktiv. Und hier noch so ein paar Leute, ne? Und ja, das war's auf jeden Fall mal. Jetzt wisst ihr, wen ich so abonniert habe, zumindest zur Zeit. Wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, habe ich schon wieder ganz andere Leute abonniert, wer weiß, ne? Auf jeden Fall, ja, so sieht's zur Zeit aus. Und ja, vor allem so bei den Leuten hier, die ihr hier seht, gucke ich immer viele Videos, ne? Da kann man immer so ein bisschen sich ableiten, ja, wer dann oder wen ich dann so am meisten gucke, die halt hier weit oben sind. Zum Beispiel Propa habe ich heute wieder Clash Royale gesehen. Worldwide Wohnzimmer gucke ich regelmäßig. Tanzverbot eigentlich auch. Und Streetmaster gucke ich ganz oft. Gronkh habe ich bis vor kurzem noch geguckt. Jedes Life in the Wood Video. Oder After Humans. Und jetzt gucke ich das nur noch manchmal, weil ich jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr die Zeit habe, jeden Tag Life in the Woods zu gucken. Ich meine, ich habe das eh auf 1,5-facher Geschwindigkeit immer geguckt, damit das schneller geht. Aber 20 Minuten waren dann trotzdem immer zu lange jeden Tag. Und. Ja, wenn das jetzt wegfällt, dann ist es auf jeden Fall angenehmer irgendwie. Da habe ich mehr Zeit für anderes. So, Spark gucke ich auch ziemlich oft, ne? Klüm, G-Time und so in Projekten wie Empire oder Craft Attack 4 macht der Klüm immer noch. Finde ich auch cool. Ja, und so ein paar kleinere YouTuber gucke ich auch ziemlich gerne eigentlich. Und ja, dann wäre es das gewesen so, ne? Von den Leuten, die ich so gucke. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Video.